Aber Dr. Cortex, wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex! Aber der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt! Schnappt ihn! Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor! Herzlich willkommen, Leute, zum weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar, wie ihr es jetzt ja auch schon gesehen habt, handelt es sich diesmal um Crash Bandicoot für die PlayStation 4. Ja, PlayStation. Ja, ist ein guter Hinweis, denn dieses Spiel, weiß ich gar nicht, ob es auch für die Xbox erschienen ist. Ich glaube nämlich nicht, oder? Naja, ich will nicht lügen, Leute. Auf jeden Fall sind hier auf dieser Disc Crash Bandicoot 1, 2 und Crash Bandicoot 3 drauf. Und ja, ich habe mir gedacht, ich let's play Crash Bandicoot einfach mal und fange dann natürlich mit dem ersten Teil an für euch, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, falls ja, Leute, ihr wisst, Daumen nach oben, man kennt ihn. Und ja, falls nicht, dann ist scheiße, Leute, denn ich habe eigentlich mega Bock drauf. Zack. Alter, das ist so wie früher noch, ne? Bloß jetzt halt einfach mit einer viel besseren Grafik. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. X zum Springen, Viereck zum Wirbeln. Inventar. Achso, dann sieht man halt hier, okay. Ja, Leute, das ist wie früher so nice. Ich hab da so Bock drauf, Leute. Früher hat mich dieses Spiel so ultra gefesselt. Und es ist auch nicht einfach. Also es ist wirklich ein schweres Jump'n'Run, Leute. Also für alle, die Jump'n'Runs gerne spielen und auch vielleicht ein bisschen gefordert werden wollen. Das ist hier auf jeden Fall eine Gelegenheit für euch. Denn bei Crash Bandicoot gibt es wirklich auch viele, ja, Etappen, sage ich mal, die nicht so einfach zu bewältigen sind. Gerade denn auch zum Schluss musste man denn, um alles zu haben, Time Quests machen, alle Kisten zerschmettern. Seht ihr, ich habe jetzt 22 von 49, aber irgendwie am Anfang kannst du auch noch nicht alle. So, jetzt haben wir drei Masken gesammelt, dann habe ich hier wie so einen Stern bei Mario sozusagen. Ich kann die Gegner hier so wegklatschen. Mache ich jetzt auch. Die Kisten gehen auch sofort kaputt. Bup, 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 bup. Ja, rechts oder links? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich gehe einfach mal links, Leute. Ja, guck mal, wir können rechts auch noch lang. Falls ihr dann. Ah, okay, diese Blöcke erscheinen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht genau mehr, was man da noch für erreichen musste. So, jetzt wird hier auch angezeigt, was man erreicht hat. 39 von 49, also ein paar Kisten fehlen uns noch. Aber da werden wir uns in Ruhe mal drum kümmern, denn man kann eh noch nicht alle Kisten bekommen. Aber du hast was vergessen. 10 Kisten, ja, ach was. Danke für die Info. Ja, das werden wir uns natürlich jetzt immer sagen, aber was soll's. So, Freunde, weiter geht's. Mit L2 können wir speichern und laden, okay. Und hier kann man halt immer noch so hin und her gehen. War das früher auch so mit so einer Insel? Weiß ich auch schon nicht mehr, Leute. Es ist schon mega lange her. Mal gucken, was uns hier erwartet. So, Leute, auf geht's hier. Zack, Kiste wieder kaputt machen. So, wenn ich hier drauf springe, erscheint, glaube ich, ein Countdown, ne? Ja. Also schnell weg. So. Und die Kisten zählen auch dazu, zu den zerstörten Kisten.
Meine ich. Ja, bin ich mir eigentlich sehr sicher. Zuck, 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 zuck. Bup. So, wir hatten jetzt eigentlich 100 Früchte voll da. Eigentlich gibt es doch dein Leben, oder? Habe ich ein Leben bekommen? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, da oben war noch eine Kiste, aber egal. Ah, was war das denn nochmal? Wenn man davon 3 gesammelt hat, gab es auch irgendwas, glaube ich. Oh, das ist so krass lange her, Leute. Ja, moin. Schön die Supermaske wieder. Überragend. Kann ich hier so durchwaschen. Das gefällt mir natürlich. Checkpoint. Ah, jetzt guck mal, was haben wir noch so ein Gesicht? Oh, hier, und hier muss man vorsichtig sein. Kriege ich das hin? Komm, Baby. Komm, Baby. Jawohl, perfekt, Leute. Genau so. Weil wenn ich jetzt ins Dynamit geschlagen hätte, ja, wäre es nicht so gut gewesen. Hätten wir Schaden bekommen. Aber wir haben ja eh eine Maske, also halb so wild. Aber muss ja nicht sein, ne? Jawohl, jetzt haben wir hier 3 von 3. Und dann ist hier jetzt dieser Warp-Punkt erschienen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo der uns hinführt. Ah, genau, zum Bonus-Level. Okay. Was geht hier nochmal? Einfach ein paar Leben, dies, das. Ja, und noch ein paar Kisten, die wir ja sicherlich auch brauchen. Bonus. Ja, nehmen wir doch gerne mit, den Bonus. Da sind die Ladezeiten noch nicht so lang. Das wäre es dann noch gewesen für so einen kleinen Abschnitt. Noch ein Leben. Ja, Leute, der Anfang ist noch nicht so mega schwer. Aber der Schwierigkeitsgrad steigert sich noch. Ich habe noch eine relativ gute Erinnerung zu Crash Bandicoot 3. Und da wurde es schon immens schwer später. 3 Kisten haben wir nur vergessen. Das ist okay. So, weiter geht's. Ihr seht ja auch hier, gibt es so ein Kristall und noch so einen Schlüssel. Auch die kann man hier noch später holen, diese Gegenstände. Wie das jetzt nochmal genau abläuft, weiß ich nicht. Ich glaube, das eine war halt so eine Time Quest und das andere kriegt man, glaube ich, wenn du alle Kisten zerstört hattest. Ah, ich will jetzt auch keine falschen Informationen weitergeben. So, Leute, nächstes Level. So, hier scheint es hoch zu gehen, ja. Halte X gedrückt, um höher zu springen. Ja, das machen wir doch. Dann kriegen wir hin. So, schon wieder hier unsere Ultramaske. Upp, upp. Soll das so? Ja, moin. Ey! Ich kann keinen Doppelsprung machen. Ich möchte gerne da hoch. Ob das was bringt? Ach, egal, jetzt habe ich meine Supermaske verbraucht. Egal. Ich plätze die Gegner halt auch so. So, an das Leben kommen wir so ran. Na, das müsste eigentlich auch leicht machbar sein. Ja, moin. Ja, dann halt so. So war es, glaube ich, auch gedacht. So, da noch hoch. Ja, komm, nicht so hektisch, Crash. Checkpoint gehört auch uns. Ah nein, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Dafür hätte ich den Gegner gebraucht. Ah, okay. Ja, und dann kriegst du auch die Kiste nicht mehr. Ärgerlich. Ja, manchmal macht man zu schnell Kisten kaputt, die man hätte gebrauchen können. Oh, jetzt habe ich das gar nicht eingesammelt. So, jetzt. Und der macht auch, was er will mit mir hier. So, jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, was ist mit denen denn los? Ja, moin! So runtergefallen hier. Wie schnell war das denn von mir? Ah, egal, jetzt kriegen wir die Maske wenigstens. Ja! Nein! Wieder verkackt. Aber war ich mir schon zu sicher, dass ich sie bekomme? Naja. Halb so wild, Leute. Ey. Okay, das sind jetzt eigentlich noch nicht die schweren Stellen von dem Spiel. Ich hab's extra gemacht, damit ich die Maske bekomme. Habe ich natürlich nicht. Die Maske habe ich auch nicht bekommen. Davon mal ganz abgesehen.
So, jetzt aber weg mit denen. Hier rüber. So, jetzt aber, Leute. Ist jetzt hier nicht so die schwere Passage, sage ich mal. Oh, ich dachte, der schubst dich jetzt schon wieder in die Schlucht. So, und weg. Sehr gut. Da ist Feuer, das juckt uns jetzt aber erstmal nicht. Bupp. Jawohl, und wieder das Bonuslevel freigeschaltet. 11 Kisten gibt's. Bup, 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 bup. Oh mein Gott. Ich wollte unbedingt alle Kisten hier haben. Kann ich jetzt wieder ins Bonuslevel? Ja, das geht sogar. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich gedacht, die machen den 31er so nach dem Motto verkackt ist verkackt. So, hier hoch. Zack, zack, zack. Ja. Das war schon besser. Hier nochmal zwei Leben. Die nehme ich auch nochmal mit. Bonuslevel beendet, alle 11 Kisten. So muss das sein. Was geht's hier weiter? Ja, 9 Kisten fehlen uns. Macht aber gar nichts. Sie haben den Level beendet. Klasse! Aber du hast was vergessen. 9 Kisten. Ja, die holen wir uns später. So Leute, nächstes Level. So, jetzt mal aus einer anderen Perspektive, wie ich gerade sehe. Auch mal ganz nett. Ach ja, stimmt. Die Kugel rollt auf uns zu. Wir müssen uns beeilen. Und der panische Blick von Crash. Oh, das war's. Ja, moin! Ich wollte gerade sagen, oh, das war schon mit der Kugel und dann kommt einfach eine neue. Ja, moin, man kennt die. Schon frech, ne? So, auf ein neues. Die Musik geht ja richtig ab hier. So, Leben nehmen wir mit. Boah. Hey! Alter, ich dachte schon, fliegt er in die Schlucht. Komm, Crash! Alter, die Kugel ist nicht langsam. Ja, gut. Mal wieder Luft holen hier und ein Checkpoint. Das ist natürlich noch besser. Boah. Ja, jetzt weiß ich auch, warum da ein Checkpoint war. Muss man ja auch erstmal hier drauf klarkommen. Die Früchte zeigen uns den Weg. Oh nein, ich hab die Kiste. Obwohl die Kugel hat die Kiste mitgenommen. Das müsste eigentlich auch zählen. Ja, 16 Kisten von 16. Nice. Und da ist der Edelstein. Dafür, dass wir alle Kisten bekommen haben. Sehr gut. Jawohl. Rein damit in den Safe, Crash. So muss das sein. So, wird das jetzt hier angezeigt? Ja. Jetzt seht ihr es oben links. Den Edelstein haben wir schon. Weiter geht's mit Upstream. Oh, direkt eine Maske zu Anfang. Das ist nett. Spricht aber eigentlich auch schon mal dafür, dass es nicht so einfach wird. Was? WTF? Der darf nicht eine Sekunde ins Wasser? Läuft bei Crash. Wie er einfach instant stirbt. Als ob das Lava ist. Er ist einfach sofort ertrunken. So. Er kann nicht eine Millisekunde die Luft anhalten, Leute. Sonst ist er direkt tot. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid jetzt. Ja, wir müssen ja nur aufgeklärt werden. Oh, das war knapp. Ich sag mal so, ich brauche einen Checkpoint. Ein Checkpoint. Kann ich da rein in das Maul?
Ja, kann ich. Gut. Nee, ne? Wieder von vorne? Ah, ne. Hier war ein Checkpoint. Ja, nice. Hab ich gar nicht gemerkt. Mit den Gedanken wieder irgendwo gewesen. Wie kommt das Blatt eigentlich so nach vorne? Die Strömung ist eigentlich in die andere Richtung. Egal. Hauptsache, die helfen uns. Noch ein Checkpoint. So muss das sein. Und wir haben wieder das Bonus-Level. Wieder, oh, 22 Kisten sogar. So, wollen wir natürlich alle gerne mitnehmen. Steuerung ist auf jeden Fall um einiges präziser mit dem Steuerkreuz als mit den Analogsticks, Leute. Das kann ich euch schon mal verraten. Das ist meine Meinung. Gut, Bonuslevel mit Bravour gemeistert, würde ich sagen. Alter. Achso, das fährt gar nicht los. Ich muss wieder aufs Blatt. Oh, drei Kisten fehlen? Naja, was soll's? Manche Kisten sind halt auch solche Metallkisten. Und die kriegt man halt auch erst, glaube ich, erst mit anderen Fähigkeiten. So, Leute, weiter geht's. Papu wartet hier auf uns. Der Name sagt mir was. Aber eine perfekte Erinnerung habe ich jetzt nicht mehr an den. Ah, okay. Das ist hier direkt der erste Bossgegner. Zack, kann ich ihn direkt treffen? Ich weiß gar nicht mehr, wie man den trifft. Erstmal ein bisschen ausweichen, vermute ich. Ja, moin. WTF? Ach. Okay, ich muss mich ein bisschen gedulden. Ich glaube, man kann ihn nicht attackieren, wann man will. Vielleicht, wenn er irgendwie erschöpft ist oder so. Wie seine Kimmel man einfach sieht. Vielleicht jetzt? Ja, moin. Ja, irgendwie muss man den doch treffen können. Seine Arschritze einfach. Ja, ey! Leute, wie treffe ich den denn? Stand das da irgendwo und ich habe das nicht gelesen? Das wäre natürlich schon wieder hier der erste Fail in den Let's Play. Ich versuche den jetzt einfach auszuweichen, bis der irgendwie ein Anzeichen verdeuten lässt, dass man ihn treffen kann. Aber wenn es jetzt immer so weitergeht, denn... Ja, okay. Er wird das immer wieder weitermachen. Ich muss ihn irgendwann irgendwo treffen. Auf jeden Fall nicht hinten am Hintern. Vielleicht vorne am Bauch, weil der ist auch so dick, als ob er im siebten Monat schwanger ist. Aber wann soll ich ihn am Bauch treffen, wenn er immer zuschlägt, wie ein Wilder? Boah, ich habe keinen blassen Schimmer. Hallo? Steht das hier irgendwo? Mach doch jetzt kein 31er, Papu. Oh, ich muss einfach auf ihn draufspringen. WTF, ey. Ja, der muss natürlich erstmal drauf kommen. Einfach so auf ihn draufspringen macht einfach so viel Schaden. Aber wenn ich ihn so mit meinem Fäusten schlage, passiert nichts. Ah, alles klar. Der wird ja immer schneller. So, einmal noch treffen, dann ist das Ding hier durch. Upp, ja. Okay, Leute, vergessen wir das. Der ist ja mega einfach gewesen. Aber ich habe mich ein bisschen doof angestellt, weil ich nicht gecheckt habe, wo ich den denn treffen soll. Naja, letztendlich habe ich es noch herausgefunden. So, Leute, Papu ist besiegt. Und wir haben hier eine kleine Abzweigung. Kokos Zeitmaschine.
Ich glaube, da kann ich auf Coco wechseln. Möchtest du, dass sie dich auf deinen Abenteuer begleitet? Warum nicht? Oder läuft die mir denn die ganze Zeit hinterher? Weiß ich schon gar nicht mehr. Früher war das, glaube ich, auch nicht so aufgebaut wie jetzt. Wie hier. Ne, okay. Ich kann dann einfach nur Coco spielen. Hab's gecheckt. Okay. Dann hauen wir hier noch Rolling Stones raus. So, Leute. Weiter geht's hier. Sieht erstmal wieder auf den ersten Blick aus wie ein Level, welches wir schon gespielt haben. Aber das täuscht, glaube ich. Oh, was haben wir da denn gesammelt? So einen ekligen Kopf. Das weiß ich ja gar nicht mehr, was das war. Aber bin ich raus, Leute. Soweit reichen die Erinnerungen nicht mehr. Hier gibt es auf jeden Fall viele Kisten, habe ich gerade gesehen. 87. Aber hier gehen natürlich jetzt auch viele kaputt. Bob, sind wir schon bei 31, die wir schon haben von den 87. Alle kriegen wir eh nicht. Wir kommen bisher so ganz gut durch. Zack, zack, hier rüber. Das Gesicht nehmen wir mit fürs Bonus-Level. Noch eine Kiste. Okay, jetzt wurde ich getroffen. Macht aber nichts. Wir haben immer noch eine Maske. Zack. Und Bonus-Level ist am Start. 21 Kisten. Zack, zack. Ja, das sieht gut aus. Zack, 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 zack. Hier holen wir uns ja auch noch die 4 und dann haben wir schon alle Kisten. Aber keine Leben diesmal. Frech. Denn nicht. So, weiter geht's. Wie viele Kisten haben wir jetzt? 58 von 87. Okay, so mega lange geht der Level dann auch nicht mehr. Da bin ich doch glatt zu weit gesprungen. Egal, wir lassen uns nichts anmerken, Leute. Bisher ist ja nicht so viel passiert. Ja, moin! Egal, Leute, wir lassen uns nichts anmerken. Denn bisher ist ja nicht so viel passiert. Ey, was? Was tue ich da? So, jetzt ist aber mal Schluss mit Lustig hier, ne? So, jetzt aber. Hallo? Was habe ich denn da gerade gemacht? 1 von 3? Fuck. Ich habe nur 2 von 3. Shit, Leute. Der hätte ich jetzt gerne alle 3 gehabt, weil ich halt auch nicht weiß, was da ist. Ja, wir werden es im Laufe des Let's Plays noch herausfinden. Oh ja, und da hätten es auch noch, da hätte es auch noch mal ordentlich Kisten gegeben. Aber was soll's. Die Gelegenheit wird sich dazu auf jeden Fall noch bieten. Boah, wie viele Kisten Crash hier auf den Kopf kriegt. Als Strafe, der Arme. So, Leute, das war's denn auch hier mit dem ersten Part von Crash Bandicoot für die PlayStation 4. Und ja, es gibt es nur für die PlayStation 4. Ich habe es am Anfang nochmal erwähnt gehabt, ob es das vielleicht auch für die Xbox gibt. Nein, nur für die PlayStation 4, Leute. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. In dem Sinne, haut rein, bleibt gesund, ciao.